So, jetzt kommt Folge Nummer 5 von Ich bin ein Schwerida, und wundert euch nicht, ich habe das jetzt alles ein bisschen umstrukturiert. Und zwar damit das mit der, mit dem Hintergrund und mit der Verbindung ganz gut klappt, verzichte ich erstmal auf Videos im Hintergrund, weil die doch immer ein bisschen alles verzerren. Ich gucke mir die Sachen, die ich kommentieren möchte, die gucke ich mir auf dem Handy an. Hier steht halt der Laptop und hier ist das Handy und da ist jetzt die Kamera, ne? So. Ich habe mir jetzt ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt die Reden kommentieren von dieser SPD-Politikerin, die sich darüber aufgeregt hat, dass einer gesagt hat, dass sie einen fetten Arsch hat. Ich habe mir die auch angeguckt, die kommt ja auch hier von so einem Dorf irgendwo, hat irgendwo anders studiert und deswegen denken die auch alle, die kommen mit ihren Märchen dann da durch. Ich komme nicht umhin, nochmal Worte zu finden zu Herrn de Jesus Fernandes, der mir gerade erklärt hat, dass ich von dem Kollegen Förster in der letzten Landtagssitzungswoche ein nett gemeintes Kompliment bekommen habe. Entschuldigung, Entschuldigung. Das nehme ich zurück, selbstverständlich nehme ich das zurück, sondern von Herrn Schneider. Ich sehe Herrn Schneider leider nicht mehr. Das wäre für ihn lehrreich. Doch, da ist er. Gut, dann hört er zu. Wunderbar. Oh, Ich nee. möchte Herrn Schneider, aber gehört habe ich es ja eben von dem Kollegen Jesus Fernandes und allen, die es nicht verstanden haben, kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem Kompliment und Sexismus ist. Ich Ja, erkläre komm, nochmal, was passiert erklär es ist. uns. Ich habe ein Kleid getragen, bin zum Rednerpult gegangen und habe so halblau. Kennst du auch den Unterschied zwischen Kleid und Hose? Und zwischen Latex und Disco? Oui. Von links vernommen, jetzt rechts, Von dass links mein Kleid vernommen. aber sehr knapp wäre. Ja, es wird wohl so gewesen sein, ne? So, dass ich es hören konnte, so dass es nicht alle anderen hören konnten, aber ich konnte es hören. Ich erkläre, was dann passiert. Und muss es leider so sagen. In diesem Moment haben mir alle, die es verstanden haben, und es sind links nur Herren, auf den Arsch geguckt. Gott, Alter, was? Hilfe, ey. Sexismus. Denn ich konnte Ja. es hören und ich Die konnte hat dafür gehört, kein wie man ihr Kompliment. auf den Arsch geguckt hat. Das hab ich auch noch nie gehört, dass einer gehört hat, dass man ihm auf den Arsch geguckt hat. Das wird passieren, wenn das gesagt wird. Und ich konnte es hören und ich musste es ertragen, dass ich weiß, dass mir jetzt diverse Menschen auf den Hintern gucken und mich dabei beobachten. Das ist kein Kompliment, das ist Sexismus, meine Das Herren. ist eine richtig fette Geisteskrankheit und eine richtige fette Paranoia, die die Tante da hat, Alter. Ey, das habe ich noch nie gehört. Ich habe gehört, sie haben mir auf den Arsch geguckt. Ich konnte es hören. Die haben bloß weil die gesagt haben, dass das Kleid zu knapp ist. Und sie ist echt moppelig. Ne? Dann kommt ja die Persönlichkeitsstörung auch immer durch, dass man sich, dass sie sich jetzt damit halt so Franz vergleicht. War schlimm. So, ich nehme mal noch eine Rede. Denkmalschutzgesetz. Ja, ich weiß auch warum, aber das mache ich in einem ernsten Video, nicht hier. So. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich werde mich kurz halten, auch wir werden den Antrag ablehnen. Es ist wieder ein Antrag der Kategorie sehr gut gemeint, aber leider zu kurz gedacht. Meine Vorrednerinnen und Vorredner und die Ministerin haben auch bereits ausgeführt, warum sie ablehnen werden. Dem schließe ich mich grundsätzlich an. Wir warten tatsächlich den Vorschlag des Ministeriums ab und diskutieren dann nochmal über einzelne Punkte. Zu Fundprämien auch nochmal generell. Die Vor- und Nachteile wurden heute auch schon benannt und ich würde gerne auch nochmal auf den
den Nachteil, vermeintlichen Nachteil eingehen, dass möglicherweise das animiert zum Weitersuchen und vielleicht auch überhaupt kein zu Wort. Suchen, um einen Schatz zu finden und damit tatsächlich zu Fundorte zu beschädigen. Gebäude zu beschädigen? Deswegen die Gebäude zu beschädigen, einen Schatz zu finden, was redet ihr denn? Der Fund des Dänenkönigs Blauzahn von dem 13-jährigen Luca. Und ich hoffe natürlich, dass mein Vorschlag des Denkmalpreises ja, dass dem gefolgt wird, um da dem Luca dann nochmal Anerkennung zu geben für seine ehrenamtliche Arbeit und die ehrenamtliche Arbeit der 150 Bodendenkmalpflegerinnen und Bodendenkmalpfleger in diesem Land, die tolle Arbeit leisten und das tatsächlich. Ja, genau. Und jetzt haben sie sich da wieder, haben sie sich ein Kind ausgesucht. Und Leute, die jetzt hier 40 Jahre im Denkmalschutz arbeiten, die sollen sich jetzt freuen, weil ein Kind Geld kriegt. Die Familie. Oder was? Nicht mit dem Hintergrund, sich bereichern zu wollen, sondern nein, aus Interesse. Ja. Und das wollen wir fördern und genau, daher legen wir den Antrag an. Danke. Mhm. Weil sie dem Girl, was sie sich da ausgesucht hat, das Geld nicht geben wollen. Da kannst du ja angucken, was du willst, Alter. So, hier, Interview. 1:30 mal wieder. Länge gehen, ne? Bei den Julitz, die Linke hat einen Antrag eingebracht, Ehe für alle. Wie steht denn die SPD zu so einem Antrag? Ja, damit hat die Linke den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind exakt unsere Forderungen. Allerdings fordert die Linke uns dazu auf, alle verfügbaren Mittel von unserer Seite aus einzusetzen. Und Koalitionsbruch ist leider kein verfügbares Mittel. Genau, da wundert man sich ja. Koalitionsbruch ist kein verfügbares Mittel. Was? Weiß ich nicht, was eine Koalition kann man nicht, könnte man nicht auflösen. Alles, was? Obwohl steht da wieder Gepudel, weiß ich nicht. Wird hier im Landtag dagegen gestimmt, das versteht man draußen nicht. Das ist richtig, ich bin nicht glücklich darüber, aber das ist eben die Situation. Wir haben einen gültigen Koalitionsvertrag, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, in dem steht, dass die Koalitionspartner stets gemeinsam abstimmen. Die CDU ist dagegen, also bunt wie auch im Land. Und damit gibt es für uns einen Koalitionsvertrag und für die SPD ist es selbstverständlich, dass wir den einhalten. Ja, Ehe für alle, also vor 3 Jahren. Also kommuniziert halt hier das Marsmädchen hinter mir, aber was ganz anderes, ne? Sind das hier damit tatsächlich gleichgeschlechtliche Partnerschaften anerkannt werden, so wie wir uns das wünschen? Dafür kämpft die SPD auf Landes- und auf Bundesebene für Mehrheiten. Wir treten in der Wahl an und wollen klar gewinnen. Und wenn wir Mehrheiten haben, die genau. Auch auf Deutsch, wenn ihr uns nicht wählt, dann darf nicht geheiratet werden. Das ist ja jetzt, ne? Das ist ja 3 Jahre her. Dafür sind, dann können wir das Gesetz umsetzen. Das heißt, eigentlich ist dieser Antrag der Linken schon ein vorgezogener Wahlkampf, oder? Im Grunde genommen ist es genau das. Die Linke versucht uns natürlich damit in die Ecke zu treiben. Schafft sie ja tatsächlich auch ein Stück weit. Wir müssen trotzdem ablehnen. Dankeschön. Gleichstellung von Männern und Frauen. 1000 Aufrufe vor 4 Jahren. Sehr geehrtes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Ausführungen von Herrn Ape erklären, warum im Parlament, in der Fraktion der AfD nur eine Frau sitzt. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben noch viel zu tun. Das Recht, ohne Erlaubnis des Ehemannes berufstätig zu sein, über ein eigenes Konto zu verfügen, wählen zu können. Oh Gott, weißt du, jetzt kommt die, Alter, die kommen immer mit so einem Hauptschulkram um die Ecke. Immer. Also, das kannst du dir echt nicht mal reinziehen. Die schwillt sich mit der Urne. Und sie jetzt hier mit dem Wahlrecht, Alter. Das ist Hauptschule. Und sich gegen häusliche und sexualisierte Gewalt. Ja. In der Partnerschaft. Wieso, wieso ist da noch der alte Landtag? Sind zum Teil noch nicht einmal 50 Jahre alt. Kaum zu glauben. Oh, kaum zu glauben. Da geht auch keiner hin. So lange so eine Frau da rumstehen.
Mal davon abgesehen, dass sie da gar keine anderen Frauen hinlassen. Diese doofpackende Arbeit. Dass immer da schon mal ein Zacken schlauer zu sein, ist schon mal echt nicht schwer, weißt? Und dadurch kriegen sie schon ein Problem. Oh, die völlige Gleichstellung ist ein weites Ziel, aber auch Teilziele sind Erfolge und die möchte ich auch nicht kaputt reden lassen. Ich bin überzeugt, dass wir in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr gute und wichtige Schritte erreicht haben. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Die sind krank im Kopf. Die sind krank im Kopf. Ich kann mir das jetzt hier nicht. Mama. Ich kann die nicht mehr sehen hier. Weißt? Man hat es bereits ausgeführt, ich möchte es nicht wiederholen. Vielleicht kurz nur einige Merkmale. Die Familienzeit, der Unterhaltsvorschuss, das Entgeltgleichheitsgesetz, die Ratifizierung der Istanbul-Konvention. Guck mal, guck, hör dir das mal an. Die sitzt hier im Landtag. Die sitzt hier in Brüssel. Weißt? All das hat uns weitergebracht. Klein. Und ich kann das echt nicht mehr sehen. Weil das sind wirklich, die gehen zum Friseur, die machen sich hier zu Klonen, weißt? Oder heißt das, ihr seid ja alle so, nur so neidisch? Weil ihr wollt hier stehen und da und sammeln, die sind keine Frauen. Ja, Schritte, aber immerhin. Eine Selbstverständlichkeit sollte man meinen. Allerdings zeigen die aktuellen Debatten, auch hier, dass dies wohl noch nicht in allen Köpfen angekommen ist. Was der einfache Grundsatz Nein heißt Nein ausgelöst hat, muss ich hier wohl nicht erläutern. Wenn ein polnischer Abgeordneter im Europaparlament in der letzten Woche offen davon spricht, dass Frauen weniger verdienen müssen, weil sie kleiner, schwächer und weniger intelligent sind, ist das von Dummheit und Arroganz kaum zu überbieten. Wenn ein männlicher Abgeordneter vermeintlich im Parlament jammert und man wiederum von anderen männlichen Kollegen Zwischenrufe hört wie zieh dir ein Kleid an und geh heulen, dann zeigt das unser eigentliches Problem. Ja. Und das lässt sich leider nicht in Konzeptionen festschreiben, in Konzepten festschreiben. Es fängt genau... Oh ey, das kannst du... Weil ich guck dir echt immer an, weißt, und ich weiß genau, dass die so... Zum Friseur gehen. Dass sie sich da echt einen Spaß draus machen, weißt immer so echt. Und ich nehme das nicht mehr hin. Das soll jetzt eigentlich ein lustiges Video sein. In dem Moment, wenn ich euch das jetzt hier so erzähle, ne, das ist das nicht lustig für mich. Aber wenn ich mir das nachher anhöre, dann lache ich mir auch wieder halb tot, ne? An. Alte Debatten um Quoten und Rollenbilder werden dadurch erst hervorgerufen. Ja, durch Frauen. Solche Aussagen sind nicht lustig. Nee. Sie zeugen von einem. Ich fühle schon, weil. Also. Wenn ich nichts Besseres zu tun habe, als ich muss erstmal aussehen, weil. Wollen wir nicht. Nicht zu wundern, ey. Was hat er denn das? Das klischeebehafteten Geschlechterbild, gegen das wir uns wehren müssen. Genau, heute gehen wir nach Hause und erstmal eine Pizza. Übrigens ist es wirklich anstrengend, ja, dass Gleichstellungspolitik anstrengend. Und auch wieder heute. Besonders in so einer Position, in der sie da steht, was? Im Landtag, einfach nur. Mit Genderwahn und Frauen, die die Familien durcheinander bringen und zerstören und Männer unterdrücken. Zusammenhang gebracht werden. Meine Damen und Herren. Genderwahn. Der hat gerade Genderwahn gesagt. Tja, es geht um Gleichstellung. Das sind tatsächlich Mann und Frau. Es geht um gleiche Rechte und Pflichten. Es geht um Freiheitsrechte und Demokratie. Und nicht mehr und nicht weniger. Im Koalitionsvertrag, die Ministerin sagt es bereits, sind Punkte festgeschrieben, die genau auf jene Gleichstellung hinzielen. Und daran halten wir uns. Ich sag die ganze Zeit.
steht das, da steht das, da steht das, da müssen Sie es nachlesen, da können Sie, da schließe ich mich an, sie sagt ja ein einziges Mal irgendwas, was da wirklich drin steht. Das, pass auf, und ich habe jetzt eine andere Rede auch schon gesehen, das gleich sagt sie, und ich habe ja den Vorschlag gemacht, die kleine Timmy. Er sollte Geld kriegen. Also irgendwie sowas kommt jetzt, wenn? Forderte Landesprogramm hätte, ist gar nicht klar, zumal entsprechende Regelungen für die kommunale Ebene nicht bindend wären. Insofern halten wir das Programm für verzichtbar, da die Aufgaben eines Rahmenprogramms bereits durch Aktivitäten der Landesregierung abgedeckt werden. Vielen Dank. Ja, genau. Und lass doch mal wieder diese Klamotten, Scheiße. Weißt? Das sind doch keine Politiker, Alter. So. Die haben da wirklich nichts zu suchen. Also, wenn du das als Mann sagst, dann sollst du sie ja diskriminieren. Ich sag doch mal als Frau. Ich war voll wieder, was? Wenn die als Künstlerklone rumrennen, so die Künstler werden, können sie auch nicht. Aber irgendwas muss man ja machen, was? Wenn man sich den Lebenslauf anguckt, dann ist das auch so eine. Irgendwas musst du ja machen.